Sports. It's in the game. Somit willkommen zu einem neuen Let's Play, nämlich Let's Play FIFA 18. Erstmal sorry für die verkorkste Stimme, ich bin wieder einmal erkältet. Wir gehen direkt einmal weiter. Jetzt prüft er einmal die Verbindung, ich hoffe mal, das klappt. Das könnte nämlich ein bisschen dauern, ist jetzt ein bisschen unprofessionell, tut mir leid an dieser Stelle. Und zwar, ich wollte es mir nicht nehmen lassen, dieses Let's Play zu machen, denn FIFA 18... Ja, spielt man ja eigentlich auf der PlayStation oder auf der Xbox One, vielleicht auch auf dem PC, aber eigentlich nicht auf der Nintendo. Nintendo wurde auch nicht versorgt, so in der vorigen Zeit, also die Wii U hatte kein FIFA-Spiel. Erst die Nintendo Switch hat jetzt wieder ein FIFA-Spiel und das Ganze werden wir einmal spielen. Es fehlen ein paar Funktionen, zum Beispiel der Story-Modus ist hier nicht vorhanden. Das ist schade, aber trotzdem kann man ja noch andere Sachen machen. Wie zum Beispiel die Karriere, die ich selber auch schon mal angespielt habe. Und die werden wir hier in diesem Let's Play auch machen. Mein Lieblingsverein ist der 1. FC Kaiserslautern. Den Verein werden wir nicht spielen, denn neuerdings gibt es ja die 3. Liga. Und da schnappen wir uns einen Verein raus. Und diesen Verein werden wir versuchen hochzupumpen in die 2. Liga, vielleicht auch in die 1. Liga, je nachdem, wie ihr das Let's Play so findet. Also, eine neue Karriere, bitteschön. Legen wir los. Trainerkarriere. Du wählst die bestmögliche Mannschaft und Taktik für jede Partie aus. Schweiß ein gutes Team zusammen und sorgst dafür, dass alle Spieler zufrieden sind, wenn das denn möglich ist. Andererseits könnten wir auch die Spielerkarriere auswählen, aber... Ich mag lieber die Trainerkarriere, deshalb wählen wir diese auch aus. 3. Liga, wir wählen den SV Meppen, denn ich komme ganz aus der Nähe von Meppen, also was heißt ganz in der Nähe? Ja, ein paar Kilometer sind das schon, aber es ist recht nah dran, so im Gegensatz ja, der anderen Mannschaften, daher passt das alles ganz gut. Legen wir los mit dem SV Meppen. Jetzt können wir hier so ein paar Änderungen vornehmen, auf welcher Schwierigkeitsstufe wir zum Beispiel spielen möchten. Profi ist, denke ich, angemessen. Halbzeitlänge 6 Minuten ist Standard. Das lassen wir, denke ich, auch so, weil so hat man auch die Möglichkeit, wenn man zum Beispiel zurückliegt, dass man dann auch nochmal ausgleichen kann, beziehungsweise auch andersrum. Was wir natürlich nicht hoffen, das andere ist legitim. Stadion ist ganz interessant, denn wir können dem Stadion einen anderen Namen geben. Und das werden wir an Ort und Stelle auch machen. Einmal zurück. Das Originalstadion von Meppen heißt... Tam, 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 tam. Muss erstmal hier klarkommen, denn ich habe ja hier keine Tastatur, sondern den Controller von der Nintendo Switch. Sonderzeichen hier. Die Arena heißt Hensch Arena. Und so werden wir das hier natürlich auch nennen. Bindestrich und dann fehlt doch nur noch Arena. Dauert nicht mehr lange. Mögen die Spiele beginnen. Zurück. Anwenden und beenden, sonst speichern wir das Ganze nicht. Das wäre ärgerlich. Das andere ist auch legitim. Daher machen wir nun weiter. Die Mannschaften werden zurückgesetzt. Das heißt einfach, dass... Ja, nicht der jetzige Kader übernommen wird. Der aktuelle Kader in der Wirklichkeit quasi. Also, der Kader wurde darauf zurückgesetzt, wo das Spiel dann auch erschienen ist. September 2017. Der Name. Also müssen wir doch noch was eintippen. So werden wir hier in der Kampagne heißen. Und mein Vorname ist ja Wilke. Ich glaube nicht, dass wir nur einen Namen nehmen können, dass ich einfach nur Wilke heiße. Daher müssten wir uns hier einen Vornamen überlegen. Und, was wählen wir denn? LP als Vornamen. Ich würde einfach mal, klingt witzig, DJ. So wie von Disney große Pause. DJ
Wilke, denn ich habe früher mal, was heißt früher, im letzten Jahr habe ich Musik gemacht als DJ, habe mittlerweile wieder damit aufgehört, denn es hat mir nicht mehr so viel Spaß gemacht. Ich habe das relativ oft gemacht und irgendwann ist dann halt die Luft raus, ne? Dann hat man da keine Lust mehr zu. Andere leben dafür, andere machen das sau gerne, habe ich auch am Anfang sau gerne gemacht, aber irgendwann macht es halt nicht mehr so viel Spaß. Warte, da war doch gerade eben schon Deutschland. Deutschland? Hallo? Achso, ich bin irgendwie... Das kann ich hier auch... Ach, hier, Deutschland. Da hätte ich ja noch Ewigkeiten suchen können. Kleidungsstil. Hemd und Schlips. Nee, das ist nicht meine Art. Jogginganzug eher... Ah nein, Anzug nicht. Das war's dann auch schon. Wählen wir doch den Jogginganzug. Farbe der Kleidung. Marienblau oder... Grau. Blau hört sich gut an. Hautfarbe Mittel können wir auch so lassen. Dann gibt es noch Oliv, hell. Braun, schwarz. Sehr hell, hell. Wir wählen Mittel. Ist, denke ich, gut. Und Körperbau schmächtig und prächtig. Das passt doch schon mal. Mögen die Spiele beginnen. Es vermerkt einen Beruf Wilke als neuen Chef. Nicht der Chef von der Werbung. Mein Name ist Chef. Chef. Ich bin einfach sehr langsam im Lesen, deshalb lese ich das jetzt hier nicht mal vor. Wenn euch das interessiert, dann könnt ihr das natürlich, könnt ihr das Video stoppen und das Ganze durchlesen. Let's Play, das ist ein Fehlspeicherstand von mir, deshalb werden wir das Ganze einmal überspeichern. Das ist gut. Saisonvorbereitung, Turniereinladung, Glückwunsch DJ Wilke, das hört sich irgendwie so komisch an. SV Mappen wurde zu einem Vorbereitungsturnier eingeladen. Das ist eine großartige Möglichkeit, die Spieler kennenzulernen, mit verschiedenen Taktiken zu experimentieren und das Team auf die Saison einzustimmen. Nicht zu vergessen, das Preisgeld für ein gutes Abschneiden. Und wenn wir schon diese Möglichkeit erhalten, werden wir diese auch annehmen. Jetzt können wir uns hier ein Turnier auswählen. Mögliches Preisgeld ist hier am höchsten, in der Mitte. Dafür sind, denke ich, auch die Mannschaften ein bisschen stärker. Könnte man jetzt so denken, ist auch in den Niederlanden. Wir wählen das Ganze mal aus. Es kann sein, dass wir da kläglich scheitern, aber davon gehen wir mal nicht aus. Zudem, hier ist unser Büro. Sieht jetzt nicht so danach aus, aber hier haben wir unsere E-Mails. Also ihr müsst euch jetzt quasi Outlook vorstellen. Und ich denke, wir überfliegen das Ganze mal. Hier haben wir vom Vorstand eine E-Mail erhalten. Und hier steht einfach nur drin, dass das Saisonziel ist, einen Platz im Tabellenkeller zu vermeiden. Das sollten wir wohl hinbekommen. Vielleicht schaffen wir sogar eine Sensation, und zwar den Aufstieg. Zudem gibt es hier Scouts. Von FIFA 12, FIFA 13 kennt man das ja noch so ein bisschen, dass man Spieler einfach so suchen konnte. Man hatte schon alle Werte. Das hier ist nicht mehr so. Hier gibt es diese Scouts, die sich dann Spieler anschauen. Ich möchte das einmal hier nachgucken. Genau. Und da muss man hier spezielle Spieler aussuchen. Und dann erhält man erst die Werte. Wie stark die sind. Zum Beispiel Antritt, Ballkontrolle, Pipapo. Und dafür muss man die Leute auch, also die Fußballspieler, dann nochmal alle beobachten und nach einer gewissen Zeit erhält man dann immer und immer mehr Informationen und vielleicht kauft man sich dann diesen Spieler. Ganz praktisch, alles ein bisschen schwerer geworden. Mein letztes FIFA war FIFA 12. Deshalb habe ich das als Beispiel genommen. Fand ich gerade passend. Hier sollen wir einfach nach einem Innenverteidiger Ausschau halten. Wichtige Infos zum Transfermarkt. Fenster ist einfach offen, wir können jetzt Transfers tätigen. Pokalziel national, Runde der letzten 32 sollten wir erreichen. Ist, glaube ich, das allererste, also da können wir, glaube ich, nichts verkehrt machen. European International Cup, das ist jetzt der Cup, woran wir teilnehmen. Daher denke ich, hier wird das einfach nochmal beschrieben, müssen wir uns gar nicht genauer angucken. Somit haben wir hier alles überflogen. Das hier ist unser Team. Und ich denke, wir legen einfach mal los, denn unser Team
lernen wir so am besten kennen, wenn wir selber eine Partie bestreiten, oder nicht? Natürlich können wir danach dann noch ein paar Spieler kaufen, aber ich möchte erstmal gucken, wie funktioniert denn die Mannschaft, wie gut ist diese Mannschaft und wie schlecht bin ich denn als Spieler, bitteschön. So, jetzt hat man hier noch die Möglichkeit, so ein paar Aufgaben zu erfüllen, beziehungsweise ja, hier so ein paar Punkte zusammen mit den Spielern, so als kleine Ablenkung. Nachher gibt es dann auch tatsächlich solche Trainingseinheiten, aber da bin ich relativ schlecht drin, man kann die auch simulieren. Werden wir wohl auch tun. Denn auch darin bin ich nicht besonders begabt. Das Ganze können wir auch überspringen. Tun wir. SV Meppen gegen Karlzeit oder wie heißen die? Ich überspringe das mal kurz. Ich will einmal kurz nachgucken. Wie spricht man das aus? Kaleisle. Das war bestimmt voll falsch. United, irgendwie. Weiß ich nicht. Englische Mannschaft oder schottische Mannschaft? Schottische Mannschaft. Nicht schottische. Scott ist doch hier. Ist das nicht jemand von Star Trek? Scott. Wie kam ich da denn jetzt drauf? Mendo. So. Persönlich spiele ich am liebsten auf Weltklasse. Aber da ich das Ganze jetzt hier kommentiere, wollte ich das einfach mal so machen, dass ich auf Profi spiele und mich einerseits auf meinen Satzbau konzentrieren kann und andererseits auch auf das Spiel, weil sonst wird das, glaube ich, alles so knifflig hier für mich, denn ich bin nicht der beste FIFA-Spieler, gewinne auch nicht sonderlich hoch normalerweise. So. Und verliere sie auf den Ball. Normalerweise hört man jetzt im Hintergrund Frank Buschmann und Christian Fuß, heißt er so? Ich weiß es gar nicht so genau, ich meine schon. Oder Fuß auf jeden Fall. Ist irgendwie mit, heißt irgendwie so, als hat er, so heißt er mit Nachnamen. Die beiden habe ich ausgestellt, weil sonst wäre das einfach zu viel. Dann würde man ja meine Stimme hören und auch die von den beiden Kommentatoren. Und das möchte ich ja nicht. Das würde euch ja verwirren, denke ich. Daher müsst ihr mit meiner Stimme Vorlieb nehmen. So. Wollen wir nochmal einen Angriff starten, falls das überhaupt möglich ist. Ich stelle mich gerade nicht sonderlich gut an. Das gebe ich zu. Einmal nach vorne. Ich habe selber auch, ja, ich habe einmal diese Testaufnahme gemacht, aber sonst die letzten Spiele sind auch relativ lange her, deshalb bin ich gar nicht mehr so gut, wenn ich denn überhaupt mal gut war. Beziehungsweise schaffe ich es nicht mal hier, den Ball zu gewinnen. Jetzt ist es mir gerade gelungen, beziehungsweise jetzt habe ich den gegnerischen Spieler sogar gefoult. Darf das denn sein? Darf er das? Selber mag ich den SV Meppen sehr gerne. Ich verfolge auch die dritte Liga. Die Stallpässe, die kommen bei mir einfach nicht an. Finde ich auch auf der PlayStation ein bisschen einfacher, die Stallpässe hinzubekommen. Vielleicht ist das Ganze ja noch nicht so ausgereift. Hier bei der Nintendo Switch. Ist gerade echt anstrengend zu sprechen, denn meine Stimme ist fast weg. Aber ich wollte trotzdem ein bisschen aufnehmen. Ich hoffe, meine Stimme hört sich nicht zu verkorkst an. Und vielleicht kann ich das ja mit einem Tor wieder gut machen. Aber so scheint es wohl nicht. Und diese Ecke war auch eine volle Katastrophe. Da wird sich bestimmt der erste FIFA-Profi schon mal beklagen. Dieser Stallpass war auch nicht sonderlich gut. Also, wie ihr seht, ich muss mich noch ein bisschen einspielen. Beziehungsweise... Das war doch mal dämlich. Oder nicht? War das Strategie? Nee. Denn ich habe da schon wieder den Ball verloren. Vielleicht muss ich auch erstmal wieder gesund werden, bis ich mich dann hier wieder
Gut, anstelle wäre vielleicht eine Maßnahme. Und da kommt der Ball auch schon in den Strafraum. Jetzt wird sich doch wahrscheinlich der ein oder andere fragen, warum bin ich denn Kaiserslautern-Fan, wenn ich gar nicht aus Kaiserslautern komme, sondern aus der Nähe von Meppen. Und zwar, ich kann mich mit dem Verein einfach sehr gut identifizieren und mag den ersten FC Kaiserslautern sehr, sehr gerne. Und hätte ihn normalerweise auch genommen hier als Verein, aber da es jetzt neuerdings die dritte Liga gibt, wollte ich mir dies nicht nehmen lassen, diese dritte Liga zu spielen. Ich tue mich gerade schwer. Das gebe ich zu und die Pässe, die kommen nicht an. Soll es geben, ist es gerade ein bisschen langweilig, wenige Torchancen. Es passiert nicht viel. Aber das seid ihr schon bei mir gewöhnt. Kann man, glaube ich, so sagen. So, das ist doch mal eine gute Möglichkeit, die wir vielleicht auch nutzen könnten, aber wir nutzen sie nicht. Schade drum. So. Ich kenne die Spieler auch jetzt nicht so gut. Wenn da jetzt der ein oder andere Fehler passiert. Mein Englisch ist auch nicht so gut, deshalb konnte ich diesen englischen Begriff auch gar nicht so gut aussprechen. Beziehungsweise, weil ich die Mannschaft auch gar nicht so gut kenne. So. Konzentration wie bei Mario Kart. Ich sehe gerade, wir haben hier eine Hilfe an. Die können wir sogar ausstellen. Dafür gehen wir auf Trainer und setzen Bewegung auf aus. Somit haben wir diesen Fall nicht mehr. Vielleicht hat der mich ein bisschen abgelenkt. Eine Ausrede nach der anderen. So ist das hier bei Let's Play Wilke. Krass. Sowas soll es geben. Einmal hier rüber. Vielleicht haben wir jetzt die Möglichkeit. Jetzt haben wir... Oh, schade. Schade, schade. Jetzt aber. Steilpass. Das war ein bisschen zu schlapp. Nicht gut genug. Einfach mal hier ein bisschen besser konzentrieren. Das sollte doch schon ausreichen, um hier ein positives Resultat zu erreichen. Jetzt kommt der Steilpass an. Vielleicht können wir jetzt auch eine Flanke. Nein, die kam nicht an. Die kam nicht an. Aber vielleicht erhalten wir nun die Möglichkeit. Auch nicht. Wie gesagt, also die Spieler muss ich erstmal ein bisschen kennenlernen. Zum Beispiel Kleinsorge hier, dass ich dann auch die Namen verwende hier in diesem Let's Play. Gears, oder wie heißt er? Muss ich mich auch nochmal informieren. Wahrscheinlich blamiere ich mich gerade. Und wenn der Fußballspieler gerade zuguckt, hi an dieser Stelle, liebe Grüße. Entschuldigung, dass ich deinen Namen falsch ausgesprochen habe. Aber das kriegen wir schon hin. Irgendwann, irgendwo, irgendwie. War das jetzt die richtige Reihenfolge? Irgendwo, irgendwie, irgendwann. Ich hoffe es mal. Es steht immer noch 0:0. Dieses Turnier ist so aufgebaut, es gibt eine Gruppenphase und wenn man diese Gruppenphase gewinnt oder Zweiter wird, dann qualifiziert man sich für die nächsten Runden und das wollen wir natürlich erreichen. Alter, was war das für ein Schuss? Mendo. Das kann passieren. Aber ich hoffe, dass es jetzt ein bisschen spannender wird. Ich muss mich erstmal ein bisschen dran gewöhnen. Die gute alte Ausrede. Mehr fällt mir hier nicht ein. Oh nein. Aber ich komme gar nicht ins Spiel. Finde mich hier nicht zurecht. Zudem muss man überlegen, dass Meppen eine Bewertung von 1 Stern hat. Also die höchste Bewertung, die zum Beispiel, glaube ich, Real Madrid hat, ist 5 Sterne. Oder sind 5 Sterne.
Das ist dann die höchste Bewertung einer Mannschaft. Wenn wir uns Spieler kaufen, können wir auch eine höhere Bewertung schaffen. Aber viel wichtiger ist, dass man hier eine gute Mannschaft aufbaut. Eine Mannschaft, die funktioniert. Und dass man damit die Liga rockt und den Abstieg vermeidet. So, jetzt unsere Möglichkeit, die nicht genutzt wird. Vielleicht hätte ich da lüpfen müssen. Habe ich allerdings nicht gemacht. Lupfen macht man mit L, glaube ich. So, jetzt unsere Möglichkeit. Schusstor. Wagner mit dem 1:0. Es ist nicht Sandro Wagner. Nächste verwechseln. M. Wagner. Weiß gerade nicht, wie er mit Vornamen heißt. So, weiter geht's. Kommt jetzt schon die nächste Möglichkeit. Rüber. Ja, noch einmal. Tor. 2:0 Wagner. Meppen führt mit 2:0. Ich versuche mich auch das nächste Mal ein bisschen zu informieren, dass wir auch die Namen kennen. So von den Mannschaften, gegen die wir spielen. Gegen die deutschen Mannschaften wird das kein Problem sein, aber ja, gegen diese fremden Mannschaften, ja, kann ich jetzt nicht genau sagen, wie sie heißen. Und die Spieler kenne ich auch nicht, weil das ja zum Beispiel auch Mannschaften sind, die eine niedrige Bewertung haben. Wurde ja angepasst an unsere Mannschaft hier in diesem Turnier. Hätten wir jetzt Bayern München genommen, dann hätten wir ganz andere Gegner gehabt, wie zum Beispiel, ja, Arsenal London vielleicht. Pipapo. Aber wir führen hier schon 2:0. Das ist eine gute Ausgangslage. Dürfen wir jetzt nur nicht mehr verspielen. Vielleicht schaffen wir ja sogar so das Ergebnis zu verwalten bzw. zu erhöhen. Aber ich komme da gerade nicht dran vorbei. Und vielleicht können wir auch gleich mal wechseln. Wie das zum Beispiel jetzt auch der Gegner tut. Aber so langsam komme ich rein. Das gefällt mir. Vielleicht gelingt uns ja jetzt das 3:0. Drauf da 3:0. Puttkammer. Mit dem 3:0. Wir führen. Ist Profi doch zu einfach? Ich weiß es nicht, aber ja, wir stellen uns gerade ganz gut an. Das läuft wie geschmiert. Im Test habe ich nur 1:0 gewonnen, aber das war auch ein anderer Gegner. Sollten wir jetzt immer so hoch gewinnen, dann werde ich die Schwierigkeitsstufe auch nochmal auf Weltklasse stellen. Weil sonst wäre das Ganze ja auch ein bisschen zu einfach. Und das soll natürlich nicht sein. Vermute ich, denke ich. Könnte ich es ja auch einfach so durchjumpen. Hätte ich so gedacht, aber hat doch nicht geklappt. Wir können den Ball nicht erkämpfen. Der Gegner ist am Ball und ich habe ein bisschen Sorge, dass sie gleich den Anschlusstreffer machen und dann vielleicht nur das 3:2. Das wäre ärgerlich. Das passiert sehr leicht, wenn man so 2:0 oder 3:0 führt, dass der Gegner dann wiederkommt. Plötzlich Selbstvertrauen tankt, denn sie haben ja nichts mehr zu verlieren. Und wenn dann das 4:0 fällt, dann ist das halt so. Ich spiele auch in echt Fußball. Also nicht hoch. Das ist bei uns die Ostfriesland-Klasse B, glaube ich. Und ich spiele auf dem Feld. Früher war ich immer Torwart. Denn der Dickste muss ja immer... nee, war Spaß. Nee, ich war ganz gut im Tor, aber hatte da irgendwann keine Lust mehr drauf. Ja, ist dann halt irgendwann so. Früher war ich tatsächlich ein bisschen korpulenter. Oder ein bisschen kräftiger. Und habe dann wirklich viel abgenommen. Und das war auch gerade so die Zeit. Na gut, wirklich dick war ich nie.
Also etwas kräftiger, aber nicht wirklich dick, würde ich sagen. Obwohl ich mich selber dann als dick gesehen habe, weil ich halt unzufrieden damit war. Und dann habe ich doch sehr viel abgenommen. Meine Mutter hat damals Weight Watchers gemacht, beziehungsweise macht es auch heute noch. Isst die Rezepte. Und da habe ich einfach mal mitgegessen, beziehungsweise dann auf Cola, Eistee und Co. verzichtet. Und dann ging es ganz fix. Ich habe relativ viel abgenommen. Hab dann auch keine Chips mehr gegessen, auch keine Schokolade. Irgendwann habe ich das dann wieder gegessen. Jetzt zum Beispiel, ja, bin ich jetzt auch wieder. Ja, ein kleines Bäuchlein habe ich wieder. Das versuche ich mir wieder abzutrainieren. Es war ja gerade wieder Weihnachten. Viel Schokolade und. Jetzt spiele ich bald wieder Fußball, beziehungsweise wir sind wieder mit dem Training angefangen und dann versuche ich natürlich, dieses kleine Bäuchlein wieder wegzubekommen. Zudem wollte ich es auch mal ausversuchen, ins Fitnessstudio zu gehen. Denn wenn ich Sport treibe, bin ich auch allgemein glücklicher. Wir haben gewonnen. 3 zu 0 und ich muss ganz dringend husten. Sorry an dieser Stelle. Musste ich kurz rausschneiden. Aber jetzt heißt es Spiel, Satz und Sieg. Diese Partie haben wir gewonnen. Und das wird sich auch positiv auswirken auf die Tabelle. Vielleicht sind wir Erster, sind wir auch. Hier die Tabelle. Nummer 1, SV Meppen mit 3 Punkten. Das sollte erstmal für diese Folge reichen. In der nächsten Folge können wir uns ja erstmal nach ein paar Spielern umgucken und werden dann das nächste Spiel bestreiten. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Und bis dann, erstmal ciao.